Viele Menschen träumen ja vom warmen Frühling im Grün. Aber längst nicht alle. Urlaub im Schnee ist auch Mitte März noch immer angesagt. In den Skigebieten der Alpen tummeln sich auch an diesem Wochenende wieder reichlich Wintersportler. Einige Deutsche kommen aber nicht in die Berge, um dort die Pisten unsicher zu machen, sondern um dort zu arbeiten. Wir haben zwei deutsche Auswanderer begleitet. Tirol in Österreich, immer noch eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Immer mehr von ihnen kommen aber nicht zum Urlaub hierher, sondern zum Arbeiten. Ein 5-Sterne-Hotel im Zillertal. 160 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. 40 von ihnen kommen aus Deutschland, so auch Sebastian. Er kommt aus Potsdam und ist stellvertretender Küchenchef. Schon mit 16 Jahren verließ er die Heimat und begann eine Ausbildung zum Koch in Österreich. Hier hat er sich zum Sous-Chef hochgearbeitet, dirigiert 27 Mitarbeiter. Spiegeleier, Fett, Palette, Behälter für die Eier, Behälter für die Schalen. Ja, check, check. Seit morgens um 8 steht Sebastian in der Küche. Neben dem Kochen muss er auch den Einkauf organisieren, die Menüs schreiben, das Personal einteilen. Ein Stressjob. Die Vorbereitung für das Abendessen beginnt. Die Hauptspeise, Tafelspitz vom Kalb. Das Haus ist fast voll, das heißt 200 Gäste erwarten ein 5-Gänge-Menü. Sebastian hat alles im Blick, alles unter Kontrolle und am Ende tatsächlich alles probiert. Das fängt natürlich in der Früh an. Über Mittag, über am Abend, alle Sachen, die was aus der Küche rausgehen, werden eigentlich zu 90% von uns, also vom Jan oder von mir, immer probiert. Natürlich hat man ein gewisses Vertrauen den Köchen gegenüber, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nur wenige Kilometer entfernt ein Campingplatz. Die ganze Nacht hat es geschneit, also muss er ran, Mike aus Deutschland. Der 28-Jährige ist vor 6 Jahren aus dem Rhein-Main-Gebiet ins Zillertal gezogen. Jetzt arbeitet er als Platzwart. Wie den Campern darf auch ihm das nasskalte Wetter nichts ausmachen. Ja, die einen mögen es und die anderen hassen es. Das ist so die, ja, die einen sagen halt, okay, mir macht's nichts, wenn ich mal nasse und kalte Füße habe. Und die nächsten sagen, ah nee, geht gar nicht. Und die bleiben dann im Sommer, die fliegen halt dann lieber irgendwo hin. Und die anderen kommen hier zu uns. Über 200 Plätze hat Mikes Campingplatz. Gut 20 cm Neuschnee über Nacht sind eine klare Ansage. Schneeräumen ist angesagt. Nicht nur für den Platzwart. Pass auf, dass du nicht abstürzt. So. Ja, so ein Wohnwagendach ist ja nur ein Plastikdach, ein glattes. Und wenn man da ausrutscht, dann liegt man unten. Ne? Einstürzen kannst du nicht, aber wenn es sehr schwer ist, ja, irgendwann gibt es halt mal eine Beule im Dach. Ja. Sie müssen es nicht, aber viele machen es einfach, weil sie es besser finden. Der Camper mag es halt ordentlich, auch im Winter. In der Küche im Hotel entwirft Sebastian in der Zwischenzeit als erstes die Probeteller. Im Abendstress ist keine Zeit mehr für Kreativität. Die Vorspeise ist eine neue Kreation von ihm. Lachs-Tatar auf einem Sauerrahm-Zitronensockel mit Erbsenmus. Manchmal gibt es sogar Nächte, da können wir nicht schlafen, weil wir uns überlegen müssen oder überlegen, was wir wie machen. Und dann haben wir diese glorreichen Ideen einfach. Die fallen dir nicht bei der Arbeit ein, sondern die fallen dir in deiner Freizeit ein. Auf der Couch, im Auto oder in einem Besuch in einem anderen Hotel, da kriegst du die besten Ideen. Am Abend müssen innerhalb von 90 Minuten 200 Vorspeisen angerichtet werden. Alle genau nach Sebastians Entwurf. 3 Köche sind heute Abend allein für die Vorspeise eingeteilt. Ein wenig wie am Fließband, ein bisschen Akkordarbeit. Jeder ist für ein anderes Detail der Deko zuständig. Und am Ende bleibt stets die Frage, ist wirklich genug für alle da? Hat man denn manchmal Angst, dass es nicht reicht? Die Angst ist natürlich da, aber die Angst ist sehr minimal, weil zu 90% geht es eigentlich immer gut aus. Natürlich habe ich immer einen Plan B im Kopf. Aber diesen Plan B werde ich eigentlich nicht verraten, weil dann haben die Jungs schon vorher Angst. Zurück auf dem Campingplatz. Der Pool droht auszukühlen. Die elektrische Abdeckung ist defekt. Einsatz für Platzwart Mike. Ja, im Winter ab und zu, wenn es ein bisschen kälter ist, wird das Rollo ein bisschen steif und beziehungsweise hat sich hier verklemmt und hat sich gelöst und klemmt jetzt unter der Abdeckung fest. Und wir kriegen es jetzt nicht mehr so raus, jetzt müssen wir die Abdeckung anheben. Eigentlich ist Mike gelernter Hotelfachmann.
Beim Job als Platzwart ist Improvisationsfähigkeit das Wichtigste. Denn einige Camper verlangen nicht nur einen angenehm beheizten Pool. Es gibt die einen und die anderen. Die einen sind ganz pflegeleicht, die haben keine großen Ansprüche, die brauchen nur einen Platz, wo sie sich hinstellen können und sind zufrieden. Und die nächsten, die hätten am liebsten halt einen englischen Rasen. Ja. Worauf kein Camper verzichten kann, ist eine funktionierende Heizung. Mike hilft mit, wenn die Gasflaschen ausgetauscht werden müssen. Bei Minusgraden hält selbst eine XXL-Flasche nur wenige Tage. Dann wird es kalt. Sicher gibt es das auch, dass in der Nacht mal bei den Leuten Gas ausgeht, aber die packen sich halt dann dicker ein und stehen dann morgens, wenn die Rezeption aufmacht, bei uns und holen sich noch eine Flasche. Im Hotel beginnt der Abendstress. In der Küche ist jetzt Hochbetrieb. 200 Vorspeisen müssen raus. Die Gäste warten. Sous-Chef Sebastian ist jetzt überall. Das ist natürlich auch mittlerweile auch Routine. Also ich bin jetzt seit ungefähr 14 Jahren in dem Job tätig und habe eigentlich die letzten 2 Jahre mich dorthin gearbeitet, dass ich eben meine Augen überall habe und weiß, dass dann auch alles läuft. Letzte Vorbereitungen fürs Hauptgericht. Hektik bei Köchen und Kellnern. Und stets bereit sein für Sonderwünsche. Easy, aber da steht Karotten dabei. Ja. Du hast gesagt nur Bohnen. Entschuldigung. Ich brauche bitte bei den Bohnen Karotten dazu, bitte. 2 Stunden Stress pur für Sebastian. Service, bitte Essen tragen. So, 3 dazu, schnell. Jetzt heißt es schnell sein, genau, damit das Essen nicht kalt wird. Natürlich ist es auch so, dass dann mit der Zeit auch mehr Essen abgerufen werden. Das heißt, wir müssen alle einen Gang schneller sein. Aber trotzdem, Konzentration muss da bleiben. Es ist zwar stressig, Gemüse bitte. Es ist zwar sehr stressig, jetzt auch gerade am Abend, aber die meiste Freude habe ich, wenn ich sehe, wie das Produkt ausschaut, wie wir anrichten. Und wenn ich dann noch eine positive Resonanz kriege von den Gästen, dann habe ich Spaß weiterhin dabei. Etwas will ich. Es war wieder mal ein langer Tag für Sebastian und für die vielen anderen Deutschen, die nicht zum Urlaub, sondern zum Arbeiten in Tirol sind. Ja, und mehr von den Jobs zwischen Berg und Tal gibt's am Sonntag in unserer ZDF-Reportage ab 18 Uhr.